Da sind wir. Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader mit dem Blick. <laughs> entschuldigt in die Märkte. Manch bin ich aufgeregt. Das läuft heute wie geschnitten Brot hier an den Märkten. WTI auf der Uhr, US-Dollar, Kandollar und Euro-Australdollar. Das wollte ich sagen, bevor ich mich hier selbst verschluckt habe und natürlich gerne auch den Blick in den ein oder anderen Wunschmarkt. Das Ganze wie immer hier ja live in der Sendung sozusagen. Jetzt müsste ich nur mal noch die Bildschirmpräsentation anmachen, damit wir auch sehen, um was es heute geht. Wir sehen es jetzt hier. WTI beflügelt. Nummer eins von den Impfstoffdaten, Nummer zwei von den Lagerdaten. API-Daten haben wir gestern bekommen. Die sahen wieder relativ gut aus. Ordentliche Abnahme. Das reiht sich so ein Stückchen aneinander und das untermauert so ein bisschen das Spiel sozusagen hier in diese Stelle rein. Dass wir äh, eine Besserung haben ähm, in sozusagen der Ölnachfrage und das zusammen mit den Lagerdaten, das ist jetzt halt einfach mal ein Bild, beziehungsweise die Lagerdaten zusammen mit der Möglichkeit, dass wir hier bald eine Besserung sehen durch den Covid-Impfstoff, dass die Wirtschaft sich wieder besser entwickelt, der Energiebedarf steigt, das hat natürlich. Kurzfristig natürlich immer Einfluss auf die Energiedaten und das spielt der Markt momentan. Also wir sehen dieses, dieses Spannungsumfeld, was wir hier in dieser Richtung haben, schnell hoch, schnell runter. Große Reaktionen ähm, auf gewisse mediale Ereignisse. Das wechselt sich momentan Schlag auf Schlag ab. Hier muss man flott sein ähm, in diesen Richtungen. Und das sehen wir momentan auch beim Öl. Wenn ich sehe, wie oft wir in den letzten zwei Wochen über Öl gesprochen haben, da sehen wir, wie viel Bewegung hier auch drinnen ist. Das ist schön für die ganz aktiven Schwäder hier an dieser Stelle, die flott äh, in der Lage sind, die Richtung zu wechseln. Und deshalb haben wir das hier auch regelmäßig auf der Uhr. Und heute neben den Wunschmärkten natürlich gerne auch, äh, beziehungsweise neben den klassischen Marktbesprechungen oder neben der klassischen Marktbesprechung wieder Raum für die Wunschmärkte. Also bitte hier an dieser Stelle rein in Facebook oder auch auf Zoom mit den Fragen. Ich hoffe, ich habe auf Zoom noch gar nichts gehört heute. Ton und Bild sind da gut ersichtlich. Da hätte ich gerne mal eine Rückmeldung, da würde ich mich riesig drüber freuen. Ansonsten machen wir hier einfach weiter im Programm mit. Dem Risikohinweis an dieser Stelle bitte ich wie immer in Gänze zur Kenntnis nehmen, was hier geschrieben steht. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und da kommt schon das Okay hier aus Zoom. Ton und Bild sind gut. Das freut mich sehr. Apropos Zoom, ähm, morgen haben wir WOT. WOT bedeutet, ich bin auch Moderator und Vortraggeber auf der World of Trading. Das heißt, morgen früh wird es keine klassische Morgensendung geben, weil um 9 Uhr fängt die Messe an. Da bin ich Moderator. 10 Uhr habe ich meinen ersten Vortrag, den zweiten habe ich dann um 16 Uhr. Da bin ich ganz tags sozusagen auch beschäftigt. Deswegen gibt es morgen die Morgenbesprechung nicht hier an dieser Stelle, ähm, sondern am Freitag wieder ganz klassisch um 8.30 Uhr. Morgen so ein kleines bisschen Ausnahme. Die WOT geht übrigens über zwei. Tage. Das heißt, wir haben da auch einen Online-Stand. Wer das mag, gerne. Wir bekommen hier schon die Rückmeldung. Ich freue mich auf die WOT. Ja, diesmal haben wir sogar einen landesweiten Zugang. Ne? Dadurch, dass es online ist, kann wirklich jeder hin. Äh, auch wenn ich das persönlich mag, wenn wir uns vor Ort auch austauschen, das hat so einen gewissen Charme. Das ist was anderes als über die Online-Welt. Da kann man ganz anders in Kontakt treten. Nutzen wir einfach die Chance, die wir hier haben, über die World of Trading. Und vielleicht gefällt dem einen oder anderen das so gut, dass er sagt: Ja, da gehe ich nächstes Jahr mal hin, wenn es soweit ist, dass wir wieder Messen machen dürfen hier aus gesundheitlichen Gründen. Dann wird die sicherlich auch stattfinden und zwar wieder vor Ort. Und da kann man doch den ein oder anderen dann machen. Dieses Jahr, wie schon gesagt, das Ganze online und wie schon gesagt, einfach anmelden. Äh, den Link stelle ich nachher mal noch ein, beziehungsweise, liebe Elena, falls du zuhörst und dabei bist und zwischendurch den Link schon zur Verfügung hat, ähm, ja, äh, muss man sagen, die äh, Infos einfach mal weitergeben. Ich bekomme gerade hier noch eine Information, dass auf Facebook irgendwas äh, nicht sichtbar ist. Ähm, ja, der, der Ludger schreibt: der Chat auf Facebook ist nicht sichtbar. Ich habe aber schon Meldungen bekommen. Hier guten Morgen Grüße von Mijo und von Christian. Das sieht man schon. Das heißt, von der Seite her würde ich mich freuen, wenn wir da einfach mal kurz eine Info bekommen, ob wirklich nichts kommt. Dann ist das heute leider so. Da muss ich mal schauen, wie wir das im Nachgang hinbekommen. Gut, ich mache jetzt einfach mal weiter, ungeachtet aller Möglichkeiten, die wir hier vielleicht ja technischer Natur haben. Danke, Lutka, für den Hinweis. Und wir sprechen einfach mal über die Termine am. Heutigen Tage. So viele Termine gibt es da nicht. Notenbanktechnischen der EZB ist heute ein bisschen was los. Da gibt es ein Online-Forum. Ähm, wir sehen auch, Frau Lagarde spricht. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Dass, äh, da geht es halt in den Dingen auch darum, was die Notenbank hier äh, für Aufgaben hat bei der Bewältigung der Krise, weil fest steht eins: Trotz, dass wir Impfstoff in Aussicht haben, heißt das noch lange nicht, äh, dass der jetzt äh, von heute auf morgen da ist und dass wir von heute auf morgen eine Herdenimmunität haben. Das wird noch eine Weile dauern. Deswegen wird die EZB auch weiterhin hier mit ihren Maßnahmen mit zur Verfügung stehen. Frau Lagarde spricht. Das Online-Forum haben wir heute an dieser Stelle. Also von der Seite her sehen wir das schon da. Wir kriegen 12 Uhr den Monatsbericht der OPEC. Auch das ist immer wieder interessant, dass ein bisschen mit Blick auf dem Öl im Hinterkopf haben. Deswegen schauen wir hier heute auch auf das Öl. Ja und am Nachmittag wie schon gesagt, gibt es dann nochmal eine Rede von einem EZB-Mitglied. Sonst ist heute nicht wirklich gigantisch viel auf der Uhr mit Terminen. So, jetzt sehe ich gerade aus Facebook, der Chat ist da. Die Elena ist auch da jetzt Hört sie mir zu, Elena. Wenn du Luft hast, bitte poste mal den Link zum Anmelden äh, für die WOT. Den habe ich jetzt kurzfristig nicht zur Hand. Äh, das passt also hier an dieser Stelle. So, danke, Elena, falls das klappt. Und wir machen weiter mit dem Blick in die Märkte. Ich hatte es gesagt, heute us dollar Kanadaler, Cannon-Dollar, austral und WTI stehen hier. Und wir starten mal mit den Währungen. Wir haben hier. Zunächst auf der Uhr das Währungspaar US-Dollar, kanadischer Dollar. Und bevor ich auf diese Währung eingehe, ähm, möchte ich mal kurz noch auf was anderes eingehen. Und zwar. Ein Blickpunkt, so eine kleine Vorschau, zum Beispiel auf das, was ich morgen auf der WOT als Vortrag mache. Da gibt so es so ein Thema Geheimnisse, ähm, meine Handelsvorbereitung. Ja? Und ähm, da zeige ich so ein paar Dinge auch, wie ich mich auf den Handelstag vorbereite, worauf ich schaue. Das ist, sind wichtige Dinge. Ähm, und auf das Währungspaar US-Dollar-Kanadischer-Dollar bin ich gestern gekommen bei einem Quercheck. Und zwar der ein oder andere, der hier regelmäßig zuschaut, ähm, der weiß das schon. Ich arbeite gerne auch mal mit einem Blick in äh, die Währungsfutures. futures Puh, Das spielt halt alles zusammen. Wenn man lang genug dabei ist, weiß man auch, was man gucken muss. Und mir ist da gestern eins aufgefallen, als ich mir den Candor mal zur Brust genommen habe. Ich hatte da einen ganz, ganz großen Screen über die Monate gemacht. Ähm, und da ist mir hier oben aufgefallen, äh, so, oder hier drüben dieser Bereich aufgefallen, um die, naja, hier oben um die 77 rum. Ne? Das habe ich da in, der, in den Monaten gesehen. Und dann habe ich mich mal ein bisschen runtergescrollt und mir das Ganze ein bisschen genauer an die dieser Stelle auch anzuschauen. Und da, wartet, ich zoome das mal ganz kurz rein hier. Da haben wir hier die Situation. Schaut mal, wir sind hier im Future oben verortet an diesem Widerstandslevel hier um die 77. Und wenn wir uns die Wochenkerze mal anschauen, dann sehen wir, dann sind wir drüber geschnappt und wieder nach unten gelaufen. Also ich sehe das hier auf meinem Bildschirm. Ich hoffe, ich mache den Bildschirm mal kurz groß an dieser Stelle. Ich hoffe, dass man das auch im Video gut erkennen kann. Also hier oben haben wir einen Widerstandsbereich drinnen. Und dieser Widerstandsbereich an dieser Stelle, der ist schon sehr, sehr interessant, weil wir sind an, dieser, an, diesem, an diesem Punkt halt schon, schon oft genug gewesen. Also man kann... Das wirklich komplett durchziehen hier, diesen, 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 diesen Bereich hier oben. Und da hat man halt gesehen, der Markt ist dort immer wieder schwach geworden. Und das hat mich jetzt dazu gebracht zu überlegen, Moment mal, was passiert denn jetzt hier? Wenn wir oben drüber gehen, wäre das definitiv mal ein deutliches Stärkezeichen. Und zusätzlich zu diesem deutlichen Stärkezeichen ist, ich schaue ja immer, wer nach mir kommt. Wir haben da schon ein bisschen was an potenzial liegen. Ja, ich meine, das ist jetzt mal extrem weit gegriffen. <laughs> ja, also ähm, ja, you never know what markets play. Aber äh, es ist einfach so, wir haben die Potenziale durchaus oben drin, wenn wir drüber durchfliegen. Ja, und das ist hier an diesem Punkt eine Sache, die sollte man nicht außer Acht lassen. Und das nächste, ähm, was mir hier halt auch dran gefallen hat, ist dieser, dieser, dieser trendige Markt, den wir hier oben rein haben. Ne. Das ist also auch eine Geschichte wo ich sage, gut, wir haben jetzt hier eine Chance, da reinzulaufen und vielleicht auch drüber zu gehen, weil wir halt auch trennten Und wenn dieser Trend hier oben noch so ein bisschen verharrt, und da dachte ich mir, okay, das könnte doch durchaus interessant sein. Schaust du dir mal die Währungspaare an, die mit dem kann dollar zu tun haben. Und da bin ich an diesem Punkt halt auf das Währungspaar kanadischer Dollar, US-Dollar, kanadischer Dollar gekommen. So rum, sagen wir es mal, ja. So, und wenn wir das an dieser Stelle haben, dann sehen wir halt den Spannungsbereich hier unten. Das, was wir hier unten sehen, das ist das, was für mich jetzt wirklich sehr, sehr wichtig ist ähm, im, im US-Dollar, kanadischen Dollar. Denn wenn der Cannes-Dollar tatsächlich über das Level oben ausbricht, dann wird der Cannes-Dollar schwerer. Was bedeutet das hier? Der Markt bewegt sich. Ja? Und wenn der Cannes-Dollar schwerer wird... Wenn hier der Kandler ist und der wird schwerer, dann zieht der ja das ganze Konstrukt nach unten. Das heißt, wir fallen hier auf der Preisseite weiter nach unten. Und das ist jetzt interessant, sich mal diese Situation hier im Detail anzugucken, weil der Future steht, hat dort, wo er steht Und da, wo er sich jetzt entscheidet, egal wie es ist, das ist genau das Spannungsmoment, was wir hier jetzt haben. Und da werden wir in irgendeiner Weise, wenn sich das Ganze auflöst, kurzfristig einen Spike nach oben. Oder kurzfristigen Spike nach unten bekommen. Oder ein Spike, eine Bewegung. Ja? Ob das dann am Ende nachhaltig wird oder ein Spike, ist ja erstmal relativ egal ähm, für uns Trader. Das heißt, was ich mir hier jetzt hier angeschaut habe, ist einfach, wo sind denn sinnvolle Anlaufpunkte an dieser Stelle? Ne? Und da müssen wir jetzt einfach mal konstatieren. Nummer 1, wir haben hier drüben diesen Drehbereich, hier, wo ich diese rote Linie hingelegt habe. So naja, 1,309, äh, 1,31 hier oben in diesem Drehbereich. Ne? Und unten, wenn wir unten drunter durchlaufen, haben wir es halt ein Stückchen tiefer. Das heißt, an diesen Punkten hier, kleinen Augenblick, da haben wir es. Hier der Weg. Erst einmal natürlich da unten hin. Das sind mal so die Marker, diese Spike-Marker, die wir durchaus da haben. Also irgendwo unten die 1,29, ähm, was haben wir hier? Knapp 3 an dieser Stelle. Jetzt habe ich was gelöscht, was ich gar nicht löschen wollte. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Unter der Maßgabe, wo können denn solche Entscheidungen fallen? Und da haben wir hier schon mal zwei Richtlevel. Einmal oben, die 1,305 und einmal hier unten, das Tief dieser Außenkerze hier. Also <laughs> Außenkerze in Anführungsstrichchen. Ne? Hier haben wir ja auch eine. Ja? Hier haben wir auch eine. Also gut, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie so eine Außenkerze ausschaut, wann ich wo reingucke. Aber nichtsdestotrotz, da sehen wir jetzt nämlich hier innerhalb dieser Level. Das, was hier passiert. Schaut mal, hier war die obere Begrenzung, hier die untere Begrenzung. Hier laufen wir jetzt so ein bisschen, naja, seitwärts, tingel, tingel hin und her, aber wir sehen halt auch schon hier den leichten Anstieg nach oben. Und das ist jetzt halt der Punkt. Hier, das wäre der Schub zur Oberseite hin. Wenn wir den tatsächlich rausbekommen, hier wird der Winkel sogar noch ein bisschen steiler. Dann haben wir gute Chancen, die Oberseite anzulaufen. So, und wenn ich hier noch treffe, kriege ich auch irgendwann das Skizze gezeichnet. Genau, das wäre jetzt das interessante Level, was wir hier haben. Wenn der Ausbruch oben rauskommt, dann können wir nämlich so ein bisschen was nach oben planen. Und da wäre zunächst erstmal natürlich hier oben knapp die Marke von 1,31. Für die ganz kurzfristig orientierten Trader hier haben wir noch einen kleinen Zwischenanlaufpunkt. Das kommt aus diesem Schwung nach unten. Das wäre der erste hier um die 1,36. Und dann haben wir noch einen kleinen hier oben liegen, ganz kurz drum. Ungefähr die 1,30, 80, 90 in diesem Drehbereich. Ne? Das kommt aus diesem Trendbereich unten runter. Das heißt hier für das kleine Bild. Hier, dass man einfach die Stunde und das hier ist der Bewegungsarm der Stunde, sozusagen, wie er nach unten trendet hier in diesem Bereich rein. Ja, und da sehen wir halt, dass wir dort halt schon die Gegenbewegung in Initial nach oben drinnen haben. Und wenn wir hier oben über die 1,35 laufen, kriegen wir halt die Bewegung und da haben wir durchaus Chancen, in diese Level hier drüben auch reinzulaufen. Und das ist interessant. Und wenn es dann natürlich auch noch zur Ausdehnung zur Oberseite hinkommt, dann spricht das. Nochmal zurückzukommen auf den, auf den Future hier an dieser Stelle, dass wir hier die Abprallbewegung nach unten haben. Das heißt, dass hier im Future der Markt nach unten läuft. Das wäre genau das Szenario hier, also Abprall. Und das bringt natürlich hier den Schub, den Start dann nach oben, weil dann in diesem Sinne sozusagen der Candler ähm, sozusagen fällt, er wird leichter und dadurch äh, bewegt sich das Bild halt in diese Richtung nach oben. Also die Charts steigen hier dann nach oben an. Das wäre das Szenario. Und wenn wir dann sogar noch über die 1.31 drüber gehen, ja, dann haben wir noch ganz andere Punkte hier. Dann können wir uns hier oben noch ein bisschen hin orientieren. Ja, das war natürlich klassisch hier. Erst gehen die Linien nicht und jetzt kriege ich sie gleich doppelt rein. Ach nee, das ist noch mein Zeichentool. Sorry. Also hier an dieser Stelle, da oben rein, hier ist eines der Level, die wir dann anlaufen können. Das heißt, hier mal der nächste Punkt oben, die 1,31,7. Da ist viel Luft rein, viel Platz zur Oberseite und das könnte dann durchaus auch interessant sein für einen Move zur Oberseite. Die Unterseite entsprechend sehen wir natürlich auch da. Wenn wir hier nicht drüber laufen, sondern abprallen, dann haben wir eine ganz klassische Umkehr aus einem Abwärtstrend. Hier aus der schönen Korrektur heißt also das, was wir hier in der Stunde sehen, hier genau der Punkt, was hier schön nach unten schwebt, das ist jetzt die Korrektur. Und wenn sich dieses Bild nach unten umdreht, dann haben wir quasi, wenn wir das mal sehen und hier oben abprallen. Den Fortgang nach unten hin zu sehen. Und da kommt das Tief der Vortageskerze zum, zum Tragen. Fallen wir hier unter die 1,29,85 äh, drunter, dann ist der Weg erst einmal frei hier unten in die Richtung 1,29,28. Also auch das sehr, sehr interessant. Und da lohnt sich jetzt tatsächlich auch das Hinschauen mal in die kleineren Zeiteinheiten, was hier passiert. Wir werden nämlich oben die Entscheidung finden. Und zwar hier oben. Dieses Level, was wir da oben haben, das sind jetzt die 5 Minuten, die wir hier sehen. Ne? Wenn es dort plötzlich zum Abverkauf kommt, dann sehen wir den Abfall hier unten laufen und das wäre dann die untere Richtung. Ansonsten, wenn wir drüber gehen und dann von oben nochmal auf diese Linie drauf testen, das wäre dann das Long-Szenario, was wir hier spielen sehen. Und das ist das, was wir wirklich sehr, sehr schön gerne auch im 5-Minuten-Chart sehen. Hier mit Blick in US-Dollar, Kandler. Wir blicken in den Währungen jetzt noch auf das Währungspaar Euro-Austral-Dollar. So, kurzen Augenblick haben wir da. Und da sehen wir hier den Tageschart vom Euro-Austral-Dollar, der ja mal wieder <laughs> nach oben angelupft hat und dann bumm nach unten gefallen ist. Das heißt, das war mal wieder ein ganz, ganz klassischer Fake-Ausbruch. Das sehen wir bei den Währungen momentan sehr, sehr oft. Das sehen wir schon das ganze Jahr über, dass wir hier sozusagen die starken, starken Seitwärtsphasen auch mit drinnen haben. Und diese Seitwärtsphasen immer wieder dazu führen, dass man kurz oben oder kurz unten angelupft ist und dann der Markt einfach wieder zurückkehrt in die Range. Und jetzt sehen wir hier, entsprechend ähm, der Lesweise den Test der unteren Seite im Euro-Austral-Dollar. Und da wird es jetzt wieder interessant für das Thema In-Range-Trading, weil diese Range immer unten gehalten hat und wir sozusagen, ich räume euch mal den Chart hier kurz ein kleines bisschen auf, äh, wir hier sozusagen die Chance haben, von unten wieder raufzulaufen. Und das ist jetzt das Hochinteressante hier an dieser Stelle, dass wir hier nämlich sehen, dass der Markt hier unten wieder rankommt. Und da wird es spannend, weil die 1,60,80 hat schon sehr, sehr oft gehalten. Und wenn der Markt genau hier wieder dieses Szenario spielt, spielen möchte, dann, ja. Wird Zeit für uns in die kleineren Zeiteinheiten zu schauen. Ne? Noch ist es hier nicht so weit, aber ich habe das Währungspaar heute mit Absicht mal auf die Watchlist genommen, weil, wenn wir stark schwankende Tage bekommen, dann kann das durchaus passieren, dass wir heute ohne ähm, Probleme hier nach oben laufen, sozusagen oben rein, äh, unten ran laufen und dann den Abprall bekommen. Und das schauen wir uns jetzt mal kurz im Stundenchart auch an, beziehungsweise wir gehen mal zuerst in den 4-Stunden-Chart mit rein und da sehen wir es. Noch ist hier. Nach unten alles intakt. Ja? Aber, und das ist jetzt das Thema für die Watchlist, ähm, sollten wir hier tatsächlich in diesem Bereich hier unten, ich muss das mal ein bisschen breiter ziehen an dieser Stelle hier, unten reinkommen, hier in diesen Drehbereich. Ne? Wir nähern uns diesem Drehbereich hier unten ja schon. Der Drehbereich, den haben wir hier liegen. Wartet mal, ich ziehe das mal kurz runter. Hier der Drehbereich unten um die, naja, knapp 1,61,5. Das wird dann interessant. Und wenn wir dort dieses Gehüpfe sehen, unten eine Bodenbildung, dass der Markt rauf geht, wieder hochgeht, geht, wieder hochgeht in diesem Bereich, dann sind das Indizien dafür, dass der Markt nach oben laufen möchte. Und da ist es halt dann interessant, die Planung zu machen, sich wirklich hinzusetzen und zu schauen, wo können denn sinnvolle Kursziele liegen. Und da sehen wir hier an dieser Stelle, die ich hier gerade mal einzeichne, schon das erste etwas größere Anlauflevel, nämlich das, wo der Markt hier sozusagen hier... Dieses Korrekturlevel im großen Bilder komplett nach unten rausgenommen hat. Das hat er auch nicht einfach so rausgenommen. Das sehen wir hier. Ne? Drauf, hoch. Drauf, hoch, drunter, nochmal drüber, drunter, nochmal drüber und dann drunter. Hat schon eine gewisse Relevanz. Ne? Und deswegen dieses Level ganz klar hier, ein Widerstandsbereich, den wir da drinnen liegen haben. Deswegen mache ich es mal kurz in Rot hier. Und dieser Widerstandsbereich ist im, im, in diesem Sinne mal ein erster größerer Anlaufpunkt an dieser Stelle. Ja? Untergeordnet haben wir natürlich auch noch ein paar. Ne? Hier oben. Und dann untergeordnet das ganze Bild mal noch reinzubringen hier in diesem Drehbereich. Ganz klar die Zwischenhochs und da haben wir das erste hier oben liegen bei 1,62 knapp 83 das haben wir da liegen dann der Widerstand hier und dann können wir uns schon weiter nach oben und hier knapp um die 1,63,74. die Sachen haben wir oben drin stehen und wenn wir uns das mal kurz anschauen wollen im 15 Minuten Chart die Bodenbildung hier die mögliche sieht dann halt entsprechend so aus dass wir hier in diesem Bereich nicht unten drunter fallen, sondern den Markt immer wieder nach oben schnäpsen sehen und dann sehen wir zum ersten, dass wir hier an dieser Stelle, als wir hier unter dieses Level immer wieder drunter gefallen sind, also quasi hier. War das Unterstützung? Hier ist es dann das Widerstandslevel geworden. Wenn wir das jetzt nachhaltig rausnehmen, dann sehen wir im Kleinen, dass der Markt schon anfängt, nach oben zu trenden. Hier das Kleinste sieht man ja schon. Ne? Das ist aber wirklich total mini, ne, was wir hier sehen ähm, von unten raus. Und wenn sich das jetzt tatsächlich nach oben fortsetzt, hier an dieser Stelle, ne, hier sind wir ja nicht wirklich deutlich drunter gelaufen und wir hier den Trend nach oben bekommen, dann ebnet sich der Weg nach oben rein und dann haben wir quasi die Level drin liegen hier dieses Level nehmen wir jetzt gerade raus eine weitere Bestätigung wäre dann dieses Level hier rauszunehmen also knapp die Marke von 162 das ist dieses Verkaufslevel hier und wenn wir das rausgewuppt haben dann haben wir eine schöne Umkehr und wie schon gesagt hier im 15 Minuten Chart sieht man dann auch schon untergeordnete Anlaufpunkte und das trägt sich dann rüber in den größeren Verlauf, den wir hier haben, den wir gerade im Stundenchart gesehen haben, als der Markt hier sozusagen schön von oben nach unten runtergelaufen ist, in die Korrekturen und die Bewegungen rein. Und das ist das, was wir dort drinnen haben, wo der Markt hier dann nochmal kurz hoch ist und wieder nach unten. Diese Level haben dann natürlich Relevanz und das ist das, was wir hier an dieser Stelle gerne immer wieder sehen. Bodenbildung, wenn sie läuft, haben wir es da. Das ist der Blick in Euro-Austral-Dollar. So, und dann gehen wir jetzt zum WTI und dann ja, gucken wir uns mal ein paar ja, entsprechende Mundschmärkte an. Einen haben wir schon und zwar das Währungspaar britisches Pfund japanischer Yen. So, also machen wir weiter mit Ö. WTI, mal wieder auf der Uhr. Jetzt schon. Über 42 Dollar. Hier geht es echt vonstatten, als ich heute Morgen den Blog geschrieben habe. Ähm, die Bilder haben wir hier gerade dieses Level auch überschritten hier im WTI. Und wir sehen halt auch, was hier passiert. Ne? Wartet mal, ich mache mal kurz die Trenderkennung raus, beziehungsweise äh, hier an dieser Stelle das rein. So, kurzen Augenblick. Das brauche ich jetzt nicht. Den Zeitrahmen nehmen wir mal raus. Schaut es an, was hier passiert ist. Wir sind hier. Abwärts getrendet, ganz klar. Das ist ein bisschen Historie, müssen wir ein bisschen betrachten an dieser Stelle. Ne? Hier. Quasi ran gelaufen, so das Gezappel hier oben, das Widerstandslevel ist da und dann unten auf die 33,50 im Tief. Jetzt hat sich der Markt gewendet. Das Blatt hat sich kurzfristig gewendet. Wir laufen über diesen Widerstand drüber und der Markt hat hier im untergeordneten Bereich schönen Aufwärtstrend gebildet. Ne? Das ist das, was wir sehen. Und dieses Aufwärtsszenario hat direkt damit angefangen, dass wir hier sozusagen das Thema Wahl in den USA hatten, dass der US-Dollar wieder schwächer geworden ist, dass wir jetzt sogar auch Zahlen von den Lagerdaten bekommen, die sozusagen äh, eine, eine, eine größere Abnahme der Lagerdaten in den USA sieht. Das treibt den Preis alles an. Und das ist jetzt das Interessante ähm, hier an diesem Chartbild. Erstens, wir laufen jetzt hier oben drüber, über dieses Widerstandslevel. Und wir haben es sogar schon angetestet. Ja? Das schauen wir uns gleich mal im Stundenchart an. Und der nächste Punkt, der jetzt interessant wird für das Thema Wende oder keine Wende ist hier oben dieses Zwischenhoch. Ne, das haben wir gehabt im August hier oben die 43,60. Da wird es hochspannend. Schafft es der Markt tatsächlich oben drüber? Wenn ja, können wir sogar noch das Ganze ausweiten oben rein. Ja? Das heißt, dann können wir sogar sagen, okay, was kommt denn hier als nächstes Level rein? Und das nächste Level, was dann kommt, wäre mal hier oben dieses kleine Zwischenhoch grob. Um die Marke von 48,40 ist alles nicht ausgeschlossen, wenn wir tatsächlich deutlich nach oben trenden. Ne? Und die Entscheidung, ob jetzt weiter nach oben geht oder nicht, wird sich hier mit guter Wahrscheinlichkeit um die 43,60 ähm, ausbilden. Schafft es der Markt tatsächlich drüber, dann passt das Ganze. Ne? Und dass man in diesem Markt auch schnell sein muss, das sieht man ja. Wir haben es ja hier schon ein paar Mal getradet. Oben den Ausbruch, unten, oben raus, zack nach unten hin. Und dann von oben, von diesen Maßnahmen hier, den letzten Abwärtssequenz, die wir hatten, hatten wir halt hier unter diesem Tief, zack, unten runter bis 33,50. Das ist halt aktiv, da muss man flott sein, da hilft es nicht, hier die Trades ewig drin liegen zu lassen, wenn die Märkte sich so schnell äh, bewegen. Und das ist das, was wir jetzt hier haben. Schön den Schub nach oben und jetzt mit Blick auf diese Situation, die wir hier haben. Gibt es einen Rückzug oder nicht? Die Wahrscheinlichkeiten steigen, weil wir ja jetzt hier, wenn wir stark nach oben laufen, wir sind ja schon ganz schön ordentlich gestiegen, ohne dass wir hier auf Tagesbasis deutliche Korrekturen hatten. Wir hatten hier vorgestern mal einen Rücksetzer, der wurde aber sofort wieder gekauft. Damit sehen wir, wie stark die Bewegung hier nach oben läuft. Und da bekommen wir halt irgendwann einen Rücksetzer. Und das ist für die Aktiven später jetzt interessant. Je näher sich das hier oben aufdehnt, je größer wird natürlich hier oben der Fokus auf dieses Level. Und wir haben es gesehen, hier in der Historie haben sich dort oben keine Käufer mehr gefunden. Das heißt, wenn jetzt hier drüben an der Stelle genau das Gleiche passiert wie hier drüben, dass wir einen eher Wunsch der Verkäufer bekommen, das heißt, dass die Verkaufsseite stärker wird, dann werden wir hier einen Abprall sehen. Und da macht es dann Sinn, dass wir uns mal die kleineren Zeiteinheiten anschauen. Und dann blättern wir jetzt mal kurz rüber. Hier in den Stundenchart und den brauchen wir an dieser Stelle. Wartet mal, das Jahrestief nehme ich mal kurz raus hier unten. Löschen. So, dann hat der Chart ein bisschen mehr Platz. Und da können wir jetzt nämlich sagen: Hol, was ist denn los hier an dieser Stelle? Ich muss den Chart mal ein bisschen kleiner machen, weil ich habe hier oben eine Marke eingezeichnet, das ist die 42,30. Nachdem wir jetzt diesen Widerstandsbereich überschritten haben, ist jetzt quasi zumindest kurzfristig aus technischer Sicht ein einen Unterstützungsbereich geworden. Ähm, wenn der hält, ganz klar bleibt das Ganze positiv zu sehen. Aktuell hier Anlaufpunkt um die 42:30, wo kommt das her? Das kommt hier drüben aus diesem Drehbereich raus. Ich gehe mal kurz in die vier Stunden rein, da sehen wir es ein bisschen besser. Naja, nicht wirklich. Ähm, also hier, nee, ich gehe wieder zurück in die Stunde. Also da drüben, dieser Bereich, den wir dort hatten. Hier. Da ist der Markt von oben nach unten umgedreht. Das war sozusagen der Wendebereich. Und dieser Wendebereich hat natürlich Relevanz am Markt. Ne? Hier unten rauf auf dieses Level, nochmal Korrektur und dann ging die Post nach unten ordentlich ab. Und da stehen wir jetzt. Und wenn wir hier schon abprallen, dann kommen diese Szenarien nach unten zu tragen. Ansonsten oben drüber haben wir noch lieben hier etwas drüber, dieses Schwunglevel um die 4325, also dieses Umkehrlevel hier. Und dann hier das von mir avisierte Augusthoch bei 4360. Das ist das, was wir definitiv auf der Oberseite sehen. Prallen wir. Irgendwo hier ab, ja, dann wird es natürlich interessant, auf die Unterseite zu schauen. Und da müssen wir sozusagen auch konstatieren, wo können wir hinlaufen. Und hinlaufen bedeutet, wir gucken das Ganze mal im Näheren an, weil wir brauchen es nach unten. Also, wenn wir wieder zurückfallen in den Supportbereich um die 41,50, und da drunter durchfallen ne? und uns mal an den Swinglos orientieren, dann haben wir ganz klassisch mal hier die 3934, hier unten die 3767 und die 3693. Das sind mal weite Auslaufpunkte, wenn wir tatsächlich von oben jetzt wieder deutlich stark nach unten abfallen in diesem Bereich hier. Ne? Das müssen wir an dieser Stelle wissen und das Ganze bleibt sozusagen hier entsprechend auch mit auf der Agenda. Das für die Unterseite. Die Oberseite hatten wir ja auch entsprechend schon beleuchtet. Und damit gehen wir rüber zum Währungspaar britischer Pfund japanischer Yen. Hier sozusagen auf. Wunschbasis. Ne? Mache ich immer wieder gerne, wer das mag, wer die Videos sieht, auch im Nachgang auf dem YouTube-Kanal. Ähm, einfach hier bei, bei ähm, Tickmill mal posten, was gesehen werden soll oder wer keinen Zugang sozusagen hier ähm, auf Tickmill Facebook hat, einfach mal auf die Tickmill-Website gehen. Ich kann das mal ganz kurz zeigen hier. Da haben wir Tickmill, so, hole ich mal kurz rüber und ähm, ich stelle in Tickmill ja auch regelmäßig die, die Blogs hoch an dieser Stelle. Ähm, da kann man hier an diesen Punkten einfach sagen, wenn man hier beispielsweise sich den Blog auch mal reinschaut äh, und da eine Frage hat, ähm, dann kann man hier unten einfach, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ähm, die Seite ist nämlich neu gemacht worden, da gibt es die Möglichkeit, äh, einfach einen Kommentar zu schreiben beziehungsweise ähm, hier eine E-Mail zu schreiben, ähm, Ask the Expert. Dass wir hier an dieser Stelle das Ganze haben und dann einfach rangehen. Ne? Also hier, zack, da drauf, fertig und dann äh, passt das Ganze. Also so findet man den Zugang und das, äh, ja, man wird schon wissen, wie man es findet. Gut, wir haben jetzt hier. Eine schöne hohe Konsolidierung im britischen Pfund, japanischen Yen auf der Longseite. Wir gehen mal ganz kurz in den Tageschart rein, was wir hier sehen. Ja, wir sehen nämlich hier oben haben wir schon dieses, dieses Level ähm, gehabt, oben bei der, bei der Long-Besprechung, bei der Ausweitung der ganzen Situation. Hier natürlich dieses Drehlevel. Das ist hier oben dieser Punkt, wo wir hier auch deutlich nochmal nach unten gefallen sind. 140, 56. Das wird interessant. Wir sehen hier eine massive Steigerungen, also sehr sehr extrem stark nach oben gelaufen der Markt hier und wenn wir uns das mal kurz im kleinen anschauen wollen, dann sehen wir halt, wie weit der Markt hier auch in dieser starken dynamischen Bewegung nach oben gelaufen ist, dass da schon sehr sehr viel Druck auf dem Kessel ist äh, nach oben hin und da <laughs> stellt sich jetzt natürlich die Frage, wo geht es weiter hin? Wenn wir einen Abprall bekommen, Abprall würde bedeuten, wir laufen sozusagen von oben nach unten weg. Also das heißt, wir kommen hier über die 140 nicht deutlich oben drüber. Dann haben wir ein paar Anlauflevel, die Zwischentiefs können wir durchaus hier nehmen. Na klar, hier die 139.15 bzw. hier die 138.51. Und dann hier in diesem Punkt mal noch zu sehen, hier an dieser Stelle. Dieses Level hier, dieses Ausbruchslevel um die 137.8, das ist jetzt natürlich ein Support-Level geworden. Das war schon interessant zu sehen, dass der Markt auch über dieses größere Level so stark drüber gelaufen ist, dass wir hier nach dieser ersten initialen Abwärtssequenz hier im Aufwärtstrend so massiv drüber laufen. Das sind also hier und hier die Kaufpunkte gewesen und das nimmt einfach kein Ende und das treibt den Markt jetzt natürlich nach oben an. Weitere Anlaufpunkte auf der Oberseite können wir auch finden. Hier drüben um die Marke von 141,44 ist das das nächste Level aus dieser Abwärtssequenz, die wir hier gehabt haben, wo möglicherweise noch Stops liegen und dann hier am Zwischenhoch bei 142,75. Das ist die Ebene, die noch offen ist. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange läuft. Läuft diese Bewegung noch weiter und wenn es einen Abprall irgendwo gibt in die korrektive Phase, dann ist das nur die Korrektur, ja, weil der Tag ist definitiv aufwärts gerichtet. Für diejenigen, die es nicht gleich sehen, hier Bewegung, Initial, Korrektur, erstes höheres Tief, zack, oben drüber. Also wir haben jetzt hier ganz klassisch einen Aufwärtstrend und hier oben die Marke um die 141,35, die ist halt auch relevant am Markt, denn hier... Als Widerstandslevel ist das ein guter Zielbereich. Und hier oben, da sehen wir, dieser Drehbereich, den wir hier haben, das ist genau das Level, ähm, was jetzt als nächstes dann anzulaufen gilt. Und da wird sich dann zeigen, ob wir tatsächlich groß nach oben reinlaufen oder ob wir hier aus dieser Sequenz erst einmal ein bisschen in die Korrektur reingehen und dann aus der Korrektur sozusagen irgendwo von unten rauskommen. Um dann wieder nach oben hochzudrehen und die oberen Bereiche anzulaufen. Also, wir haben durchaus Rückenwind. Ja? Die weite Bewegung nach oben wird wahrscheinlich irgendwann eine Korrektur finden und da kann man sich dann auf die Lauer legen. Das ist spannend und wenn man sich fragt, woran oder woran sehe ich denn aus jetziger Sicht <laughs> sofort, dass die Korrektur anläuft, wenn wir uns das mal auf dem Tageschart anschauen wollen. Hier das Tagestief von heute wäre da ein wichtiger Gradmesser. Also hier unten drunter dieses kleine Level, das sehen wir schön auch im, 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 im Stundentrend hier äh, zu sehen. Das ist das Tief, das Zwischentief dieser Korrektur äh, dieses Trends. Und wenn dieser bricht, dann haben wir erstmal den Beginn der Korrektur, der sich dann durchaus ein Stück nach unten ausdehnen kann. Wird sich zeigen, aber sehr sehr interessant, sehr viel. Power momentan im britischen Fund, japanischen Yen. So, jetzt schaue ich noch mal auf Facebook, da haben wir keine weiteren Fragen drinnen, äh, dann auf, Go to, äh, auf Zoom sozusagen, GoToWebinar ist ja Geschichte, da gibt es momentan auch nichts, das heißt an dieser Stelle sage ich heute ja, danke fürs Zuschauen, ich melde mich heute hier auf Facebook um 15 Uhr rum nochmal, ja, da gab es ja die kleine Wette zur WOT, schauen wir mal, was der DAX dann macht, ja, ich glaube die Leute, die unbedingt sehen wollen, das Webinar auf Sächsisch in der nächsten Woche. Die werden sagen, komm, DAX. Alles nur nicht bei 13.300 äh, 13 Punkten stehen. Ich bin gespannt. Äh, und wie schon gesagt, ich freue mich drauf, egal wie es aufgeht. Ähm, wir gucken, was wird. Danke fürs Zuschauen heute. Ich sage Tschüss, bis morgen auf der WOT. Äh, und diejenigen, ähm, die die morgendlichen Sendungen wieder schauen wollen, am Freitag, 8.30 Uhr. Am Morgen. Also, es wird uns gelingen, wieder gute Trades zu finden. Bis dahin eine gute Zeit und erfolgreiches Trading. Tschüss.